Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Ich versuche hier gerade verzweifelt zu scannen. Ist aber alles andere als einfach, muss ich... Was? Was war das gerade? Keine Ahnung. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte jetzt einfach nur mal zu unserem... Aha, Dieter, glaube ich. Dieter sind mir nicht ganz geheuer. Hallo? Kann ich dir nichts kennen? Den höre ich gerade sowieso. Warte mal. Wo ist mein Inventar hin? Was haben wir da? Achso, die ganzen Einträge für nachher. Ja, stimmt schon. Ja. Sofort. So, geht's wieder? Sehr gut. Ich wollte jetzt hier eigentlich was scannen. Wo ist denn der jetzt hin? Irgendwie klappt das gerade nicht. Habe ich jetzt einen Bug ausgelöst? Habe ich was kaputt gemacht? Meine Schnelldings ist irgendwie weg. What the fuck? Ich kann gerade... Oder habe ich... Ah, die Batterie wird leer sein. Kann das sein? Kann das sein, dass hier die Batterie leer ist? Dann muss ich wahrscheinlich... aufladen, das Gerät. Das könnte sein. Das könnte natürlich sein. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch schnell schauen, ob wir hier irgendwo... noch Schrott für uns anfinden. Ich sollte vielleicht nicht in so dunkle Höhlensysteme tauchen. Da hinten wäre was. Ich brauche aber Luft, glaube ich. Weil irgendwie, ich sehe nicht einmal mehr... Ich versuche mal zurück zu schwimmen. Ich sehe gerade überhaupt nichts von... weder wie viel ich jetzt brauche zum Überleben noch sonst irgendwas. Vielleicht, hängt das wirklich mit Batterie zusammen oder so. Mal gucken. So. Einmal einsteigen bitte, wenn möglich. Danke. Oder ich habe irgendwas kaputt gemacht. Das könnte auch sein. So, habe ich das jetzt irgendwie geschafft? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich bin überfragt. So. Das zu dem. Ich würde sagen, ich nehme hier mal das hier mit. Vielleicht auch zwei, drei hiervon. Und ich glaube, das war hier. Siehst du, mein ganzes Ding ist weg. Hä? Warte mal kurz. Okay, daran lag es auch nicht. Ich dachte schon, ich hätte wegen der Taste für die Aufnahme was kaputt gemacht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Ist das normal? Das ist nicht normal, oder? Ich sehe gar nichts mehr jetzt da. Kann man das jetzt hier irgendwie fixen? Ich drücke gleich mal irgendwas. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Irgendwas klappt hier gerade überhaupt nicht. Habe ich nur Screenshots gemacht jetzt, mehr nicht. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, warum diese Dingens hier weg sind bei Einstellungen. Habe ich da irgendwas geschafft umzustellen? Problemlösung, ja, da werde ich gleich mal müssen, ne? Was denn los hier? Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht.
kann man hier irgendwie. Man kann es auch nicht laden, oder? Wenn ich jetzt mal verlassen gehe. Ja, bitte. Und wenn ich jetzt da spiegeln, wenn ich das jetzt hier nehme. Mal schauen, ob das gefixt ist dadurch. Sonst bin ich jetzt ein bisschen überfragt, was ich da falsch gemacht habe. Dauert halt wieder ewig, ne? Da bin ich jetzt echt ein bisschen verwirrt. Warum ist jetzt auf einmal... Warum sind auf einmal, ist auf einmal alle Leisten weg und die ganzen... für mich selbst zum Kontrollieren, ob ich Wasser brauche oder genug Essen habe, Sauerstoff. Warum ist das auf einmal alles nach und nach verschwunden? Das verstehe ich nicht. Dann dauert halt wieder ein bisschen. Das Gelade. Geht schon schneller. Hopp, hopp. Aha, jetzt. Jetzt ist es wieder da. Okay. Na gut. Was habe ich jetzt da versäumt? Welche Einträge? Wahrscheinlich gar nicht viel, hoffe ich. Ah doch, ich kann ihn wieder nutzen. Sehr gut. Also irgendwie habe ich... Oder ist das passiert, als ich diesen komischen Stromschlag da abbekommen habe? Könnte ja auch sein, ne? Wow! Jaha. Ich will... Ach, das ist so schwer, da was zu scannen, ne? Diese beweglichen Viechlein wären echt ein Problem. So, ich wollte jetzt eigentlich Schrott sammeln, ne? Mache ich halt das zuerst. Vielleicht kann man irgendwann mal unseren Scanner hier ausbauen, dass er schneller Sachen scannt. Das wäre mir persönlich ganz lieb. So, Metallschrotthammer und einsammeln. Ui. Ein Pirscher. Komm, scan fertig. Jawohl. Einheimische Lebensform. Ich glaube, ich hau ab. Ein Pirscher. So. Ich muss weg. So, schnell auf unser Schiffchen. Ich würde sagen, wir hüpfen auch mal rein. Hüp. So. Wir haben jetzt ein bisschen Schrott. Das muss... Oh, was haben wir denn hier? Status, okay. Ach so, weil wir uns selbst gescannt haben, ne? Oder was? Sekundärsysteme in Betrieb. Kommunikationscenter ausgefallen. Kommunikationsempfänger in Betrieb. Auftriebskörper entfaltet. Hüllenintegrität. Okay. Umgebung unerforschter Wasserplanet. 4, 5, 4, 6 P. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre. Wasserbakterienniveau hoch. Schön. Wir sind durstig, merke ich gerade. Ich würde sagen, das saufen wir mal einen Schluck. Ja. Und können wir irgendwas bauen? Wasser geht überhaupt nicht. Chlorbleiche. Aha. Dann hier können wir Titan herstellen. So, können wir jetzt vielleicht Ausrüstung, Feuerlöscher, Taucherflasche. Ich würde sagen... Keine Ahnung, Geräte. Den Behälter nochmal. Ich würde sagen, probieren wir es mal mit dieser Taucherflasche, ne? Ja, wir haben ein bisschen mehr Luft. Das ist schön. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Das ist super. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange es brauchen wird. Warte, ich nehme da noch ein bisschen mit von dem. Ich habe keine Ahnung, wie lange es brauchen wird, bis wir Lebensmittel oder so herstellen können. Kein Schimmer. So.
Was haben wir hier? Taucherflasche mit hoher Kapazität. Achso, die haben wir freigeschalten. Hoppala. Stark komprimiertes Atemluftgemisch. Standardtaucherflasche Glas 2x Silbererz brauchen und Titanium 4. Feuerlöscherleitung. Ich würde sagen, bauen wir mal diese schwimmende Luftpumpe, oder? Da. Und die Leitungen dazu, würde ich auch mal sagen. So. Und das kann man jetzt da bauen, oder wie? Weil ich dachte mir, wenn wir unter Wasser dann sind, vielleicht können wir da irgendwie so eine, so weiter drüben, ne, Richtung unserem Schiff, also so ein Stück da drüben, da vielleicht, das aufstellen, ne? Mit Schlauch, dass es tief nach unten geht, dass wir vielleicht da irgendwie, ja, mal auftanken können, unsere Luft, ne? Dass wir längere Strecken schwimmen können. Also auch so, hier, ne? Bei dem Rohr, ich würde mal sagen, kann man das aufstellen? Haut das hin? Ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitungen pumpt, dient als Standpunkt für ein Leitungssystem. Kann man das jetzt irgendwie kombinieren? Oder habe ich jetzt einfach mein Inventar zugemüllt? Fallen lassen, vielleicht so? Na, das passt auch nicht. Aha. Da hat sie jetzt was getan. Einsammeln. Ist das gerade ein Wal, der hier singt? Schwimmende Luftpumpe. Aha. Das klappt hier schon mal. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie weit das geht. Aha, das kann man teilen. Okay. Ja, gut. So vielleicht. So vielleicht. Keine Ahnung, ich probiere jetzt einfach mal, ne? So, und jetzt? Leitung einsammeln. Kann ich jetzt irgendwie... Aha, wenn ich daneben stehe, kriege ich tatsächlich Luft, ne? Schau, wird sie automatisch voll. Ja, das passt doch. Das passt. Okay. Dann, was ist mit dem Behälter eigentlich? Ich lasse ihn jetzt auch mal sinken. Vorrat ansehen. Aha. Kann ich das so machen? Und dann kann ich den wieder einsammeln, oder was? Bla bla bla. Kann nicht mitgenommen werden. Aha. Ja, keine Ahnung. So, wir tanken mal wieder Luft. So, passt. Und dann können wir versuchen, uns hier weiter umzuschauen, ne? Bleib mal da, Fischi. Fischi, 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 Fisch. Ach, geh, komm. Seek fluid intake. Ja. Halt. Yeah. Den kann man einsammeln. Super. Blasenfisch. Vielleicht können wir damit was kochen. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Haben wir dich. Was haben wir da? Nix Gescheites. Dann möchte ich den gern mal scannen. Der ist viel zu schnell. Wo ist unser Wasserding eigentlich? Da drüben. Ach, dass die so schnell wegschwimmen müssen, ne? Ja, einheimisch.
Kaninchen rochen. Ui, ich brauche Luft. Luft! Ja, sofort. Oh. Ah, Luft. Reine Luft. Ah. Sehr gut. Hervorragend. Wir haben unseren ersten Fisch gefangen. Bitte bleib da, bitte bleib da. Ich würde auch gerne noch mehr Fische fangen, ehrlich gesagt. Wir sind noch ziemlich durstig, merke ich gerade. Kann man das eigentlich... Ups, ich habe es gleich weggeschmissen. Kann man das jetzt aber langsam einsammeln? Kann man das jetzt schon essen? Ja. Ja, wir brauchen mehr Wasser. Wie kriege ich das jetzt hin, dass man hier Wasser... Den habe ich jetzt schon, ne? Kann man den jetzt eigentlich auffangen? Na. Da gehen nur diese kleinen. Den da. Der geht. Oh, stopp, bleib hier. Jawohl, gefischt. Okay, da ist zu finster. Da haue ich lieber wieder ab. So. Wir haben jetzt zwei Fische. Sehe ich das richtig? Drei sogar schon. Nahrung plus 6, H2O minus 4. Die einzigartige Größe, was? Die einzigartige äußere Membran dient als natürliche Wasserflasche, Wasserfilter. So. Natürliche Wasserflasche ist auch nicht schlecht. So. Boah. Oh Gott, das ist schön. Die Planeten, ne? Ich würde sagen, ich probiere mal diesen Fisch zu kochen. Vielleicht haben wir dann schon mal was zum Essen für uns. Das wäre halt auch schön. Versuch noch einen zu fangen. Jawohl. Es wäre halt auch schön, wenn wir jetzt irgendwann mal Wasser kriegen könnten. So. Tada. Da sind wir wieder. So. Erste Hilfekasten. Haben wir was drinnen? Ja. Medikit. Super. So. Ich brauche Essen. Ah, Wasser geht auch schon. Aha, das geht eh mit dem Fisch auch. Okay, braten, gekocht. Okay, wichtig ist mal Wasser. Das ist echt lustig, wie da eine ganze Wasserflasche kommt. Ne? Und dann werden wir den gekochten Blasenfisch nehmen. Schwammig, knorbelig, wenig Kalorien, glücklicherweise geruchslos. Ja, weil er frisch ist, ne? Mm, lecker. Aber Wasser ist uns wichtiger. So. Und einmal noch. Na bitte. Die Energie steigt jetzt. Das muss ich im Auge behalten. Auftriebskörper, Notfall-Auftriebskörper. Eine chemische Reaktion produziert Gas zum persönlichen Auftrieb. Aha, das ist aber auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Gebökelte Nahrung. Gebökelte Nahrung. Erinnert an Trockenfisch, Trockenfleisch. So, macht durstig, aber hält sich lange. Blasenfisch, Salzablagerung. Okay. Also der Blasenfisch ist gut für uns. Wie kriegen wir jetzt da Energie? Reicht das, wenn ich jetzt was esse, oder muss ich mich da tatsächlich mal ausruhen? Also im Bett oder so. Ich würde sagen, zwei darf ich mal trinken. Haben wir eine Blutung? Ich glaube nicht, ne? Da würde ich sagen, das essen wir mal weg. Ich hoffe, das geht uns besser. Aha, wir müssen also nur schauen, dass wir essen und trinken. Und dann steigt die Energie, wie es ausschaut. Wir haben jetzt 6, oder ist jetzt gesunken? Na, gestiegen, oder? Haben wir nicht schon 58 gehabt? Wow. So. Ich würde sagen, ein Medikit sparen wir uns auf. Zu essen haben wir genug. Okay, dann würde ich sagen, ja, die Energie steigt. Okay. Vielleicht können wir noch einen Tauchgang wagen. Irgendwo höre ich den Kerl schon wieder. Komm her, Blasenfisch. Ich brauche dein Wasser.
Ich denke immer, da kommt gleich was, ne? Das hier hört sich irgendwie nach einem Wal an. So, lala. Ich glaube, den Säurepilz lasse ich jetzt mal. Dieses Augenfischlein wäre auch gut zu scannen, den da, ne? Nicht wegschwimmen. Das ist nicht ein Klubscher. Aber den haben wir jetzt noch nicht entdeckt. Ich brauche mal kurz Wasser. Wasser, Luft. Alles. Ich brauche alles. Wasser, Luft, alles. So, ich tauche mal hier rein. Vielleicht habe ich dann ein Glück. Wenn sie mich nicht sehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Davon haben wir diesen Pirscher. Da unten liegt was. Okay, ich brauche kurz Luft. Habe ich den jetzt geschnappt? Nein. Das hat nur so ausgeschaut. Aber den hätten wir jetzt können, glaube ich, fangen. Klubschi. Warte kurz. Da gibt es viele Klubschis. Vielleicht habe ich ja mal ein Glück und ich kann den fangen. Warte kurz, ich brauche Luft. Also fangen, scannen meine ich. Ah! Jawohl, Klubschi. Kann man den fangen? Also einsammeln? Ich glaube nicht, ne? Bartelkäfer. Okay. Kann man dich fangen? Nö. Was bist du? Hirnkoralle. Mhm. Hirn kann ich öfters brauchen. Hirn kann ich tatsächlich öfter brauchen. Oh. Wow. Wow. Krachfisch. Autsch. Ich tauch mal kurz auf. Hui, ich glaube, ich brauche ein Medikit. Benutzen. Sehr gut. Ups, ouch. Das war Röhrenkorallenprobe. Aha, Salzablagerung, das kann ich scheinbar noch nicht machen. Was haben wir denn hier? Tag 2. Die Verwendung von fremden Lebensformen kann überraschende Ergebnisse liefern. Fremde Ressourcen zu nutzen ist eine gewährte Überlebensstrategie. Achtung, zunehmende Schädigung des Antriebskerns der Aurora kann zu einer Quantenexplosion führen. Untersuchung wird fortgesetzt. Ja. Schön. Freut mich. So, was haben wir hier? Habe ich die Scheibenkoralle? Die habe ich noch nicht. Nein. Oh, Zocki, wie kannst du nur... Lauter Klubschiss, ja? Zocki, wie kannst du nur? Wie kannst du es wagen, das nicht zu scannen? Bist du geschnappt über? Da war irgendwo so... Warte, wo war denn dieser... Da habe ich doch vorhin so einen Kasten gesehen. Den habe ich jetzt vergessen. Schlecht. Da haben wir, glaube ich, Schrott. Den versuche ich gerade mitzunehmen. La la la. Hallo. Bitte einmal mitnehmen. Danke. Da drüben haben wir noch einen. Danke. Da war irgendwo jetzt so ein scheiß Dreckkasten. Wo hatte ich denn den? Ah, ärgerlich. Den habe ich jetzt komplett, hoppala, komplett vergessen. Hm. Ich hoffe, ich kann den... Ah, da ist was. Was, da war es zum Sammeln? Verdammt.
So, hier, das wollte ich haben. Seegleiterfragment. Das ist jetzt eins von zwei, genau. So. Oh, da drüben ist wieder der Pirscher. Ich sollte mich da... Ui, da ist noch was. Schau mal. Da ist noch was Großes. Luft holen. Vielleicht kann ich das jetzt kennen. Das dürfte dieses walartige Geräusch gewesen sein. Vielleicht... Ah, Kalksteinbrocken. Schau mal. Kann ich das mitnehmen? Tatsächlich. Titan. Boah, hoffentlich tut mir der nicht weh. Das ist wie eine Seerobbe. Ich... Sollte ich vielleicht nochmal Luft holen? Hallo. Ich will dich nur scannen. Ich habe nichts Böses im Sinn. Geht das? Danke. Säurekapsel Manati. Aha. So, ich glaube, das werde ich jetzt mal speichern. So. Da haben wir wieder Metall. Danke. Cool, also Viechlein gibt es hier. Da hat so eine Art Tintenfisch. Dings da. Kalkstein. Zack. Komm her. Oh, das war. Das war, glaube ich, jetzt Kupfer, ne? Kupfer ist gut. Drüben schwimmt er jetzt, der Große. Ah, da sind zu zweit. Aha. Okay. Dann kann ich mal hier runter vielleicht. Da drüben ist nämlich nochmal Metall. 30 Sekunden. Ja, das hätte ich gern. Dann würde ich gern das hier. Was ist denn das schon wieder? Quarz einsammeln. Cool, kann man Glas machen. Nice. Dann nehme ich auch mit. Den auch, wenn es geht. Boah. Boah. Was? Was? Ah, du schon wieder. Au. Kann ich das da auch scannen? Ah, das kann ich einsammeln. Schwefelpflanze. Oh, oh, ich sauf ab. Oh je, das habe ich wieder falsch gemacht. Ja. Scheiße. Hoffentlich löst das Sterben nicht den Bug aus. Dann habe ich alles umsonst gemacht. Na, da habe ich jetzt keinen Bug. Habe ich jetzt noch die ganzen Einträge? 12 einheimische Lebensformen werden wir gleich sehen. Korallen. Pflanzen. Tiere. Fleischfresser groß. Ah ja, die haben wir alle noch, Gott sei Dank. Boah, da können wir jetzt aber echt mal lesen anfangen, ne? Also die Hirnkoralle. Eine beständige wachsende Kolonie von Mikroorganismen. Diese Korallenart hat sich darauf spezialisiert, Kohlendioxid aus der Umgebung zu filtern, wobei sie den Kohlenstoff zum Bau der Kolonie nutzt und den Sauerstoff durch besondere Abgasrichter, Abgastrichter, jetzt habe ich es, ausstößt. Sie ist ziemlich robust, was darauf hinweist, dass Proben aus einem reifen Exemplar künstlich angebaut werden können. Beurteilung: Tauchflaschen sind in der Lage, Sauerstoff aus dem Wasser aufzunehmen, wo dies möglich ist. Ne. Aha. Gut zu wissen. Scheibenkoralle. Diese Korallenart hat sich daran angepasst, in der Nähe von anderen Korallen zu überleben. Nährstoffe aus dem Wasser zu filtern und sie mit Hilfe einer sporenartigen Substanz zu verteilen, die um den Stamm herum wachsen. Beurteilung: Keine praktische Anwendung gefunden. Aha, Tischkoralle. Jede Scheibe besteht aus einer einzelnen Kolonie aus Mikroorganismen, die Nährstoffe aus dem Wasser filtern. Das Wachstumsmuster zeigt, dass die Kolonien in direkter Konkurrenz zum um Plätze mit der stärksten Strömung oder Lichteinfall stehen. Im Gegensatz zu anderen Korallenarten sind sie dehnbar gebaut, pulsieren leicht beim Pumpen von Nährstoffen in ihre Exkrementen und erstarren nur bei psychischen Angriffen. Die juwelenähnlichen Knoten in der Oberfläche sind konzentrierte Ansammlungen seltener Mineralien, die die Koralle nicht verwenden kann. Beurteilung: Verwendbar zur Herstellung von Computerchips. Aha.
Dann Pflanze, Meer. Da gibt es Meer? Also Meer, wir sind doch im Meer. Gibt es dann quasi ein Land auch mal? Na egal. Bau. Was? Blaupalme. Die Blaupalme ist eine einfache Pflanze, die in seichtem Wasser mit viel Sonnenlicht wächst. Lange Palmwedel fangen das Licht ab, bevor es die kleineren Pflanzen auf dem Meeresboden erreichen kann. Bisschen gierig, hä? Dieses Windegras hatten wir schon, Verwendbares haben wir nix. Aasfresser und Parasiten, Battelkäfer. Ein einfacher Aasfresser am Beginn der Nahrungskette. Erstens Kiefer, so klein, dass sie nicht einmal für Kleintiere eine Gefahr sind. Diese Tierart hat sich eindeutig daran angepasst, sich von den Abfallprodukten in seinem Ökosystem zu ernähren. Aha, also ein, wie sagt man da, die Gesundheitspolizei, ne? Zweitens, drei Mundwerkzeuge. Dienen der Ausrichtung beim Gleiten und zum Durchsieben von Geröll und Höhlenböden. Drittens, drei Beine. Kräftige Muscheln ermöglichen es der Tierart, sich über große Entfernungen im Wasser und auf dem Meeresboden zu bewegen. Beurteilung wichtiger Abfallverwerter. Die Anwesenheit dieser Tierart kann auf nahegelegene Höhlensysteme hinweisen. Dann haben wir einen Fleischfresser, zwei sogar. Kracherfisch. Diese Kracherfisch? Aha, das war der Bombentypi. Diese ungewöhnliche Tierart hat ein Notfallverteidigungsverhalten entwickelt, das auf gegenseitiger Vernichtung beruht. Wunderbar. Erstens, vorwärts gerichtetes Auge. Ermöglicht dem Tier das Identifizieren und Beobachten potenzieller Feinde. Zweitens, Schwefelpflanze. Die Schwefelpflanze hat ihre Ernährung an die schwefelhaltigen Verbindungen angepasst, die der Kracherfisch ausscheidet. Das führt dazu, dass er innerhalb ihrer Blätter nistet. Stärkere und besseren Schutz bieten bietende Pflanzen bieten bessere Nistplätze. Da ist viel Bieten drinnen, was wiederum die Pflanze mit mehr Nährstoffen von größeren Kracherfischen versorgt. Drittens, Verteidigungsmethode. Konzentrationen von Schwefel sammeln sich mit der Zeit im Körper an. Wenn der Kracherfisch bei ausreichender Geschwindigkeit mit etwas kollidiert, lösen die Stacheln an seinem Leib eine explosive chemische Reaktion aus. Das haben wir schon gemerkt. Beurteilung: Nimm das Stasegewehr, die Stoßkanone oder ähnliches mit, bevor du dich den Höhlen in den Untiefen näherst, damit wir die ausschalten können. Okay. Ein Pirscher, den haben wir auch schon, ne, das lange Ungetüm hier. Ein stromlinienförmiger Raubfisch. Jo. Ah, das ist alles sein Maul. Ach du heiliges. Ach so. Ein stromlinienförmiger Raubfisch, der in den Tangwäldern auf Beute lauert, die bei der Nahrungssuche die Sicherheit der Untiefen verlässt. Wahrscheinlich hat der Pirscher vor Jahrmillionen seine ökologische Nische als Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Größe gefunden. Er könnte eine der ältesten Arten auf dem Planeten sein. Pirsche scheinen von Titanvorkommen angezogen zu werden. Das schärft und belastet ihre Zähne. Gott sei Dank. Wie schön, das braucht man immer. Wie viele Räuber können auch hungrige Pirscher, die zu nahe kommen, vorübergehend abgelenkt werden, indem man sie füttert? Mit was soll man die bitte füttern? Erstens Zähne. Die Zähne des Pirschers sind ungewöhnlich hart und wachsen schnell. Seine langgestreckte Schnauze kann eine enorme Beißkraft auf größere Angreifer ausüben. Aber auch kleinere Pflanzenfresser erreichen, die zwischen Felsen Schutz suchen. Zweitens, Nachtsicht. Mehrere Netzhautschichten in den Augen sind ein Anzeichen für eine Anpassung an die Jagd bei Nacht. Ja, super, und ich dachte, da sind wir sicher. Drittens, Rückenkämme. Diese Kämme können unabhängig voneinander bewegt werden, um größtmögliche Wendigkeit zu bieten. Wie super. Viertens, Bauchflossen. Lang und kräftig, sodass der Pirscher sogar die schnellste Beute jagen kann. Beurteilung: Pirscherzähne können bei der Herstellung von emailliertem Glas zur Anwendung kommen.
Das freut mich. Wir beenden den Part, es ist schon spät und beim nächsten lesen wir noch die Bar hier fertig und dann, ja, geht's weiter. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!